So, ich war auf der Card Show. Card Show Swiss war ich da und habe dort ein wenig Stuff eingekauft. Ich habe nicht viel eingekauft. Ich habe viele von euch getroffen. Das ist sehr cool gewesen. Es war wirklich super. Ich habe eine coole Zeit gehabt auf dem Card Show Swiss. Und ich habe viele neue Leute kennengelernt, natürlich auch von euch. Es ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, es war auch für mich eine neue Erfahrung, so viel auf einmal zu sehen. Es hat mir sehr gut gefallen. Also es war sehr unkompliziert, ihr war sehr unkompliziert. Es waren auch junge Leute dabei, ältere Leute dabei. Ich wollte nicht unbedingt jetzt euch filmen, wenn wir miteinander reden, weil ich wollte natürlich einfach, so wie ich auch bin, mit euch kommunizieren. Ich hatte wenig Zeit gehabt, also ich war wirklich von einer Person zum anderen gelaufen und wirklich ein Stand nach dem anderen, Leute kennengelernt, Connection aufgebaut und wirklich, das war super. Also für mich war das wirklich sehr gut. Ein wenig habe ich da noch eingekauft für meine Sammlung, aber jetzt für ein Investment habe ich nichts eingekauft, weil die Leute, die wirklich etwas hatten, wo ich wollte, war sehr beschäftigt, deswegen habe ich auch nichts so viel eingekauft, jetzt sealed produktmäßig, aber ich bin da in Kontakt mit denen, also alles voll okay, voll okay. Ich habe da ein paar Sachen eingekauft, ihr habt es vielleicht auf dem Video gesehen, beispielsweise da die zwei Dons habe ich da eingekauft. Coole zwei Karten hab ich noch nicht, deswegen habe ich mir die auch geholt, eingekauft. Und dann habe ich noch da ein Treasure Rare Promo Karte bekommen, gratis, da steht zwar ein Preis drauf, aber ich habe es nichts bezahlen müssen. Ich hatte es bekommen von Rioland, er hat mir da so ein Promo geschenkt, coole Sache, ich habe den noch nicht. In der Schweiz gibt es leider die Treasure Booster nicht im GameStop, weil GameStop in der Schweiz nicht mehr gibt. Es gibt jetzt nur noch Games Live, irgendwie so. Auf jeden Fall sind sie aus dem Markt raus, weil in der Schweiz alles ein wenig schwieriger ist, sag ich jetzt mal. Deswegen sind sie da wieder raus. Ich habe hier noch zusätzlich Shanks eingekauft, eine alternative Art. Ich fand die Karte sehr cool. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich bezahlt habe. Da steht kein Preis drauf. Aber die Karte sieht wirklich sehr geil aus. Gefällt mir sehr gut. Deswegen habe ich die mir auch noch geholt. Ihr kennt mich ja. Ich sammle kein Master Set. Ich sammle alles so random. Das einzige Master Set, wo ich sammle, ist die OP1 auf Japanisch. Ich will die komplett haben, also komplett mit Manga, mit alles drumherum. Und ich habe da mir zum Ziel gesetzt, einfach noch ein paar Karten da zu holen. Es fällt nicht mehr viel, aber vor allem die Preise sind jetzt so geil getroppt. Zum Glück habe ich gewartet, muss ich ehrlich sagen, weil die Karte war am Anfang Preise gewesen, die man nicht bezahlen konnte. Aber jetzt ist es natürlich alles bezahlbar. Dann habe ich diese da geholt. Da ist der Preis drauf. Ich habe da noch ein wenig Prozent, weil ich da so etwas ähnlich wie B2B-Kund bin. Auch da habe ich eine Karte, wo mir sehr gut gefallen. Und als letzte habe ich da Crocodile noch als alternative Art eingekauft. Jetzt habe ich wieder drei Karten mehr für die Sammlung. Es ist so, dass ich nicht, wie soll ich sagen, ich will jetzt da nicht drauf losstürzen. Theoretisch könnte ich jetzt alles auf Cardmarken einkaufen. Aber es ist für mich so wie eine Reise. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Ich möchte so wie eine Reise machen. Das heißt, ich gehe zu Cardshow, eine nach dem anderen. Ich gehe zu verschiedenen Events, wo man Karte tauschen können oder einkaufen können und so eigentlich es komplettieren. Das ist für mich so wie eine Reise, damit ich da etwas Spannendes habe für mich selber persönlich. Deswegen mache ich das so und nicht alles über Card Market, wo sicher ein Teil günstiger wäre, also bessere Alternative wäre, aber das Zwischenmenschlichkeit, das brauche ich irgendwie.
gefällt mir natürlich sehr gut. Deswegen habe ich mir das so vorgenommen, einfach die Reise mal so zu machen. Ha? Ich habe noch am Ende noch so ein Booster gekauft. Das ist Taiwan, ha? Promo Booster. Das ist die Poké Center Taiwan, ha? Ist das. Deswegen habe ich da noch ein Sealed Booster geholt. Ich glaube, die Karte alleine hätte ich, glaube ich. Bin nicht mal ganz sicher. Ich werde es mal umsleeven, ja? Umsleeven, weil so kann ich, will ich es nicht lassen, weil ich das natürlich für meine Booster-Sammlung auf die Seite legen möchte. Es hat mir 30 Euro gekostet. Voll okay für mich. Die bekommt man auch günstiger. Aber für mich ist so eigentlich voll okay. Es hat sogar einen Platz gehabt in so einen Toploader. Aber ich möchte es am liebsten in so ein Card Safer rein. Card Safer, amerikanischer Toploader, sage ich gerne zu denen. Und da ist nur eine Karte, nämlich Kachu-Karte. Das ist ungefähr das, wo ich eingekauft habe. Der Rest der Zeit war ich eigentlich mit euch unterwegs gewesen. Also die Leute, die dort waren, haben mich da mit mir unterhalten können. Es ist auch für mich eine coole Sache gewesen, eine Community zu haben, mit denen zu kommunizieren, war richtig insane. Ich möchte mit euch da noch ein paar Infos raushauen, meinerseits. Ich habe ja einmal eine Umfrage gemacht, dass ich live gehe. Am Sonntagmorgen um 8:30 würde ich dann Livestream anfangen. Und ich habe da gesagt, dass ich eben die Equipment haben möchte und. Und ich habe jetzt da, ihr seht, die Qualität ist, also da habe ich eine Face-Kamera, habe ich da organisiert. Also das wäre mal etwas, wo schon da ist. Also Step by Step werde ich da alles aufbauen, damit wir da live gehen können. Und als nächstes möchte ich euch noch ankündigen, dass ich noch ein zweites Channel aufmachen werde. Also ich werde noch ein YouTube-Channel aufmachen. Da geht es jetzt nicht spezifisch um Trading Card, sondern es geht, das ist mehr eine Vlog, Vlog-Channel von mir, weil ich viel unterwegs bin, viele Orte gehe, gerne essen, essen locker, kann man auch sagen. Wirklich das einfach, was ich erlebe. Ich war jetzt gerade in Holland gewesen, also in Niederland. Dort war ich in Rotterdam, Amsterdam. Und da war ich auch viel unterwegs gewesen. Es hat mir sehr gut gefallen, so, vor allem mit dieser Kamera, wo ich jetzt da habe, habe ich da ein Vlog gemacht. Ihr könnt da richtig gespannt sein. Ich werde das Ganze dann unten verlinken. Die Leute, die Interesse haben, können dort natürlich drauf gehen, weil es mir einfach funny macht, Videos aufzunehmen, zeigen, was ich da so tue, was ich da so mache. Die Leute, die interessant, solche Sachen interessant findet, könnt natürlich folgen. Es hat aber nichts mit TCG zu tun. Klar wird es ein paar Ausschnitte geben, wo ich das Sachen einkaufe, aber dort geht es wirklich nur um Vlogs, um meine Reise irgendwohin auch immer. Es wird auch nicht regelmäßig Videos kommen, weil ich gehe ja auch nicht jede Woche reisen, ist ja mal klar. Aber ich werde dort sicher noch Vietnam, ich gehe Ende Jahre noch nach Vietnam, nach Thailand, so kombiniert, werde ich sicher ein paar Vlogs aufnehmen. Und bis ich das Ganze auch geschnitten habe, dauert natürlich seine Zeit. Also es ist nicht so, dass da regelmäßig was kommt, sondern ich möchte einfach auch für mich selber eine Erinnerung haben, was ich da mit meiner Frau erlebt habe, was für eine Reise da für mich ist. Deswegen werde ich auch dort ein Vlog starten oder ein Channel starten. Wie es genau heißt, weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Ich habe gedacht, TV Tuan on Tour beispielsweise. Oder TV Tuan Essen durch den Magen. Oder ich weiß es selber noch nicht. Ich weiß wirklich selber noch nicht. Ich werde mir da noch was überlegen. Auf jeden Fall könnt ihr gespannt sein, dass da noch ein anderer Channel kommt von mir selber. Es gefällt mir auch sehr gut. Deswegen werde ich das dann sicher ankündigen, wenn es dann soweit ist. Das ist nur schon mal
die Planung, wo ich da habe und alles drumherum. Ich selber persönlich werde noch ein paar Kooperationen eingehen, jetzt auf diesem Channel. Ich habe da ein paar Anfragen bekommen. Ich bin da selber am überlegen, welche Kooperation ich eingehen möchte oder nicht. Vor allem, was für einen Mehrwert habt ihr davon, ne? Und was passt zu mir, ne? Ich nehme jetzt nicht einfach jede Kooperation an. Das wisst ihr schon von früher. Es ist alles so, solche Kooperationen, wo ich dahinter stehen kann oder solche Sachen, die ich selber konsumiere, gehe ich natürlich ein. Und für die Videos gerne immer wieder. Solche Kooperationen mache ich natürlich gerne. Mir gefällt das auch. Ich finde es der Hammer. Ich habe bis jetzt noch nie aktiv gesucht, außer jetzt PokeGeoDude habe ich aktiv für euch angefragt wegen 5% PSA Beckett Grading Service. Dort ist das Einzige, wo ich eigentlich angefragt habe, weil ich finde, das hat einen Mehrwert für euch. In Deutschland natürlich jetzt in diesem Fall, deswegen habe ich auch die Anfrage von mir aus gemacht. Und bei den anderen ist eigentlich Anfrage von denen selber oder ich selber habe einfach Werbung gemacht, weil ich den Service auch selber brauche oder selber benutze. Beispielsweise Rioland, PSA in der Schweiz, Grading Service, Mittelsmann, die besten. Also wirklich, wenn es um Grading geht, ist er der größte, beste in der Schweiz. Also das ist schon mal klar. Und in Deutschland, PokeGeoDude natürlich mit 5%, Tuan 5, bekommt ihr dort 5% Rabatt. Ich werde das sicher alles unten verlinken. So ungefähr sieht der Plan auf. Ich will euch einfach darauf aufmerksam machen, wie es bei mir weitergeht. Deswegen habe ich das Video hier gemacht. Ich weiß, es wird eine crazy Zeit, also eine spannende Zeit. Ich habe da schon 3 Videos von Holland, bin ich da am Schneiden. Also das sind sicher mal die 3 Videos, wo zuerst kommt, wo jetzt da auf dem neuen Channel. Ich habe dort schon ein Video von Vietnam, war das vor 2 Jahren, glaube ich. Es ist alles auf Schweizerdeutsch, also die Leute, die es sehen möchten, können natürlich auch dort mal reinschauen. Schon mal reinschauen, die, wo ja Schweizerdeutsch verstehen, ist natürlich schon ein Vorteil. Ich denke, es ist gar nicht so schlecht, mal etwas Neues auszuprobieren. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!